I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny am Start für euch heute mit einem neuen Video, sag ich mal. Heute ausnahmsweise mal nicht MW2, sondern im Hintergrund seht ihr das Spiel Black Ops 2, sag ich mal, ja. Ich habe jetzt natürlich am Doppel-EP-Wochenende natürlich ordentlich gesuchtet, sag ich mal. Also es ging eigentlich so ordentlich jetzt auch wieder. Ich meine, ich habe ja trotzdem noch etwas unternommen, dies, das. Ihr wisst, wie es läuft. Oder auch nicht. Und ja, auf jeden Fall, die Freizeit, die ich so hatte, habe ich natürlich gezockt. Habe ordentlich Gameplays in Black Ops 2 erspielt, auch ein paar in Ghosts. Weiß aber nicht, ob ihr das sehen wollt, weil ich muss ehrlich sagen, Ghosts hat sich, es lohnt sich wirklich nur Strike Zone zu spielen. Alles andere ist total behindert. Ich habe jetzt einfach wirklich, es hört sich jetzt vielleicht eingebildet an. Ach so, ich komme jetzt gleich erstmal auch aufs Gameplay, aber erst will ich das noch zu Ende erzählen. Ja, was, weil ich bin total am Arsch, ja. Ja, ich bin gerade eben erst heimgekommen, deswegen dies, das. Ich muss auch gleich wieder los, deswegen muss ich das Commentary jetzt, sage ich mal, schnell machen und unüberlegt. Ich will nämlich über Advanced Warfare gleich noch reden. Nämlich aus dem Grund, weil wenn ich heute kein Video mache, wird die ganze restliche Woche vielleicht keins mehr kommen. Oh, fick dich doch, deswegen mach's jetzt. Und deswegen müsst ihr mir das verzeihen, wenn ich scheiße labere, auch wenn ich immer scheiße labere. Aber ihr wisst schon, wie ich's mein. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt, ohne eingebildet drüber zu kommen, so quasi den bahnbrechenden Trick entdeckt für Ghosts. Ist ganz simpel. Vielleicht erwähne ich das mal in einem anderen Video. Aber, oh mein Gott, dieser Trick hilft mir einfach, hat mir so stark geholfen. Ich habe gestern, als ich diesen Trick quasi angewendet habe, also es ist jetzt irgendwie kein Trick, dass man irgendwie besser ist, keine Ahnung, irgendwie immer Host werden, sowas zum Beispiel ist es jetzt nicht, gell? Also es ist was ganz Natürliches, sage ich mal. Und, ja, ich hatte ein Cam erspielt, nichts Besonderes, ich bin eigentlich eher nur so auf Clips gegangen, aber ich habe gestern nur Ghost gespielt, also am Montag, dem letzten Tag, habe 6 Clips insgesamt erspielt, was recht krass ist, in irgendwie 3 Stunden oder so, wo ich gespielt habe, ist schon übel, erspiele ich sonst nie in der kurzen Zeit so viele Clips. Hatte sogar einmal fast ein Double Cam, was mich ziemlich geflasht hat, weil ich gerade mal irgendwie 8 Cams oder so habe. Ne, 12 habe ich und ja, fast schon Double Cam. Ich meine, ich habe das Spiel kaum gespielt, auch wenn ich jetzt 6. Prestige oder 5. bin. Ich habe es eigentlich nur so gezockt zum Leveln, mehr eigentlich nicht. Und ich habe es auch nur am Anfang gespielt. Aber egal, das soll jetzt nicht das Thema sein. Auf jeden Fall gehe ich schon richtig krass ab in Ghost, aber wenn ihr das Gameplay oder wenn ihr halt Ghost Gameplay sehen wollt, keine Ahnung, dann könnte ich ja auch mal Ghost Gameplays bringen. Und deswegen habe ich mir auch mal heute gedacht, heute mal kein MW2, sondern heute mal ein Black Ops 2 Gameplay. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob es jetzt schlimm ist, dass ich heute mal Black Ops 2 bringe. Und wenn es halt schlimm ist, ja, bleibe ich halt weiterhin bei MW2. Nur ich dachte halt, keine Ahnung, ich sorge mal für ein wenig Abwechslung, sage ich mal. Ja, im Hintergrund seht ihr, jetzt komme ich mich endlich erst darauf, ein 6 gegen 6 Herrschaft, oder? Was Herrschaft? Shit, Alter, ich sehe es nicht. War das Herrschaft? Oh, ich muss jetzt muss ich mal draufklicken, Alter. Was war denn das? Ne, Stellung war es. Stellung auf Nuketown. Ich habe, glaube ich, gespielt mit mehreren Kollegen. Ich glaube, mit 2 oder so. Ist ja logisch, wir haben halt gesuchtet, sind halt auf Clips gegangen und so ein Scheiß. Also jetzt nicht hier Gameplay-Support, dies, das. Ich habe erspielt an 60 zu 1 mit Nuklear, 40er Gunstreak. Und ich glaube, es wäre sogar beinahe noch ein Double Nuklear geworden. Irgendwas war da, Alter. Ich glaube, ich war am Ende bei einer 20er Streak oder ich habe keine Ahnung. Schaut es euch einfach an. Ich schaue es mir dann natürlich auch nochmal an. Jemand meinte letztens, ich würde mir, ob ich mir meine eigenen Videos nicht anschaue, weil beim Unboxing-Video oder vom Controller, als das Video halt kam, ja, hat mein Handy geklingelt. Das hatte ich auch gesagt, dass der Airdreams mir geschrieben hat. Ich hätte fast seinen richtigen Namen gerade gesagt, seinen Vor- und Nachnamen. Und wie, ich hatte es ja sogar erwähnt, dafür konnte ich nichts. Sonst konnte ich auch nicht rausschneiden, sonst hätte man mich gar nicht, sonst hätte man mich ja gar nicht gehört. Ihr wisst, wie es läuft. Weil ich kann einfach nicht reden gerade im Moment. Gar nicht, ja. Und ja, deswegen nochmal ganz kurz zu der Sache. Und was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, ja, ich hatte gesagt, der Typ macht mir einen Scuff. Und zwar folgende Sache. Ich meine, hallo, er hat es mir jetzt quasi umsonst gegeben, weil ich halt so viele Abonnenten habe. Ja, einige würden jetzt sagen, ja, du hast deine Seele verkauft, dass du Werbung für den gemacht hast. Also ich bitte euch, ich würde niemals für irgendetwas Werbung machen. Und es war auch nicht Werbung machen, es war einfach nur, ja, wie soll ich sagen, eine Show oder wie auch immer. Ich würde auch niemals für irgendwas halt, irgendwas zeigen, was scheiße ist oder was ich selbst nicht benutzen würde.
Nee, aber ich habe halt, wie gesagt, für ihn quasi diese kleine Werbung gemacht. Er kommt bei mir aus der Nähe, er hat sogar dieselben Freunde teilweise wie ich, nur wir kennen uns nicht. Und ja, hallo, der Controller sieht 1A aus, auch wenn er jetzt kein SCUF hat und für umsonst. Und er macht es auf jeden Fall richtig krass. Also, auf jeden Fall bin ich da gut dabei gewesen, dass ich für ihn Werbung gemacht habe. Und warum ich kein SCUF bekommen habe, lag daran, er ist dabei noch am Ausprobieren. Er kann es bis jetzt nur für Blazy und er lernt es quasi noch für Xbox. Also, er ist erst Magier, Stufe 11. Stufe 12 muss er noch leveln, dann erst kann er SCUF-Controller auch für Xbox machen. Vielleicht kann er es auch jetzt mittlerweile schon, aber ich meine, hallo, es war umsonst und der Controller sieht einfach nur richtig krass aus. Also ich habe kein Zentimeter Grund, mich zu beschweren. Okay, jetzt genug gelabert, jetzt rede ich über Advanced Warfare, das Thema, was mich so richtig krass flasht im Moment. Ich bin ja derjenige, als damals Black Ops 1 rauskam, haben wir, ich mein Kollege, die Tage ge gezählt. Wir hatten wirklich einen Countdown auf dem Handy, bis das Spiel rauskommt. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt oder so. Und ja, sonst bei jedem anderen COD, was nach Black Ops 1 kam, haben wir uns nicht mehr so gefreut, weil es einfach immer wieder eine Enttäuschung war. Nicht, weil Black Ops 1 schlecht war, keine Ahnung, weil es halt nicht so krass war wie MW2. Der Typ hat nämlich MW2 so gesuchtet wie ich. So, Jungs, Achtung, Eskalation. Ich sehe gestern, das Lustigste war ja sowieso, ich wollte mit Kolibri, wollte ich den Stream schauen, war dann aber noch rauchen und keine Ahnung, ich dachte sowieso, die labern die ganze Zeit wieder nur und man sieht so wahrscheinlich nur die letzten 5 Minuten was. Arschleckenfeuerwerk war der Fall, Alter. Ich sitze draußen, rauche Musik. In der Zeit war der Stream schon längst zu Ende. Aber gut, ich habe mir die Wiederholung angeschaut. Bis heute noch, also bis jetzt noch nicht komplett, Alter. Ihr merkt, ich kann gar kein Deutsch, Alter. Schon echt extrem. Ist wie, als würdet ihr hier gerade einem Ausländer zuhören. Also nicht falsch verstehen, einem Ausländer, der frisch nach Deutschland kommt. Nee, ich bin kein Rassist, Alter. Ja, ich laber einfach wieder nur den größten Bullshit, Alter. Den größten Rotz EU. Ja, wie gesagt, ich habe mir dann die ganzen Gameplay-Sachen und so angeguckt und dann heute noch das Gameplay vom Visca Barca, also das, was war das? Das war ja von Marcel Scorpion, der spielt, weil er ja noch keine 18 ist. Muss ich ehrlich sagen, fand ich schon ziemlich lustig, dass er da nicht mitzocken darf. Ja, das Gameplay habe ich mir auf jeden Fall angeguckt. Was natürlich logischerweise der Fall war, die interessanten Stellen waren natürlich rausgeschnitten, die darf er natürlich auch nicht zeigen. Deswegen, falls ihr euch da wundert, warum zeigt er keine Streaks, ist logisch, das darf er nicht zeigen, leider. Und er darf auch darüber nichts sagen. Ich meine, klar, natürlich wird Scorpion Barca erzählen, was es so Tolles gab, aber öffentlich wird er natürlich nichts darüber sagen. Weil es gibt halt gewisse Sachen, die sie nicht weiter sagen dürfen. Und ja, was mich halt sehr beeindruckt an dem Spiel, ist, ich finde, Black Ops 2 ist natürlich schon ein richtig geiles COD. Ich würde sogar so sagen, erst MW2 und dann Black Ops 2. Aber ich muss einfach sagen, ich bin in Black Ops 2 nicht so gut. Ich habe jetzt im Moment eine 2,8er KD und irgendwie 850 Punkte pro Minute. Ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Ich bin auch in Herrschaft irgendwie schon recht gut platziert und ich bin auch so von den Stats her eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, klar, andere haben eine 6er KD und dies und das. Aber ich meine, hallo, ich gehe in ein Dashboard oder sonst was und ich spiele sogar auf Clips und habe so eine Quote. Also schon nicht schlecht. Und was mich halt so stark flasht, ist, dass das Spiel halt, also Advanced Warfare, so etwas von Black Ops 2 hat. So diese Medaillen mit blutrünstig und keine Ahnung. Und was auch krass ist, ist, dass es wieder Score-Streaks sind. Ja, ich verwechsel das. Score-Streaks. Also wieder wie bei Black Ops 2. Und das ganze Spiel ist einfach irgendwie so krass gemacht. Also es hat mich schon echt geflasht. Ich war die ganze Zeit so null gehypt, weil ich dachte, Zukunft, Scheißdreck, alle leck mich am Arsch. Aber als ich den Trailer gesehen habe, boah, Junge, Alter, das ist richtig krank gewesen. Wenn ihr den Trailer nochmal schaut, den Multiplayer-Trailer, müsst ihr mal, glaub, bei 1,47 oder so Stopp machen. Da killt er drei oder vier Leute ganz schnell hintereinander mit mehreren verschiedenen Aktionen. Erst springt er nach oben, gibt so einen Boost nach vorne, fickt den einen mit der Shotgun oder was es war, dann knifet er noch jemanden. Also, man hat auf jeden Fall in dem Trailer schon gesehen, dass das Spiel richtig viel Action in sich hat. Und das liebe ich ja. Ich meine, deswegen mag ich ja MW2, weil es ja so viel Action hat. Und deswegen hasse ich Ghosts, weil es einfach keine Action hat. Und ja, man sieht einfach, dass. Sorry, dass ich so oft M sage, aber ich meine, ich mache das ja hier gerade Freestyle. Und man sieht einfach, dass das Spiel einfach was komplett Neues hat. Aber trotzdem halt. Ja, hier von Black Ops 2, so das Design, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber wie gesagt, das mit den Medaillen, Score-Streaks und sowas halt so von Black Ops 2, ich finde, das flasht mich schon richtig und es macht mich jetzt auch schon ein bisschen, hypt mich das Spiel jetzt schon.
Und die ganze Zeit hat es mich ja komplett kalt gelassen. Ich dachte halt, ja, wie gesagt, so ein Scheißdreck halt. Aber ich finde es schon echt mega krank. Und die Waffen, die man gesehen hat, auch richtig geil. Und dass es ein Orbital Reset gibt, das ist auch schon richtig krank. Also ein Blackbird ist schon richtig krass. Weil wenn man überlegt, das Spiel ist jetzt von einem neuen Producer, wenn man so will, also weder Infinity Ward noch Treyarch, aber trotzdem ist der Orbi dabei, Jungs. Das ist einfach totale Eskalation. Und die Streaks, die man so gesehen hat, sind auch schon so richtig kranke, krasse Streaks. Am Ende von dem einen Trailer hat man nämlich gesehen, vom Multiplayer-Trailer, das war so ein Laserstrahl, der nach unten kam. Das ist irgendwie nur sowas wie eine Predator, aber was man irgendwie wie Napalm oder so benutzen kann, halt für 10 Sekunden oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Deswegen, ich nehme das auch das Ganze jetzt, ohne mir irgendwie direkt Informationen geholt zu haben. Ich habe einfach nur den Stream zur Hälfte geschaut, den Trailer zwei oder dreimal und mehr nicht. Aber das Ganze ist halt so meine persönliche Meinung. Ich will nicht zu viel sagen und auch wieder nicht falsch liegen wie bei Ghost oder so. Aber wenn das Spiel dann noch über Server läuft, holy shit, Alter, und man hat ja noch lang nicht alles gesehen. Oh mein Gott, Jungs, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es krass wird. Es wird zwar auf jeden Fall kein COD sein, weil es einfach was komplett anderes ist. Es erinnert mich zu sehr an Titanfall, Halo und Crysis. Aber es sieht auf jeden Fall schon richtig krass aus. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf jeden Fall echt Spaß machen wird zu spielen. Auf jeden Fall länger als Ghosts. Weil, keine Ahnung, Ghosts habe ich bis jetzt so wenig gespielt wie noch kein anderes Spiel. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, vielleicht werde ich in einem anderen Video nochmal mehr darüber sagen, weil ich bin jetzt schon deutlich über der Zeit. Und ja, keine Ahnung, wenn ihr auf jeden Fall mehr Black Ops 2 oder andere CODs sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr nochmal etwas, so ein Statement zu Advanced Warfare hören wollt, dann könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Wir könnten es auch so machen, so regeln, dass jedes Mal, wenn es irgendwie Neuigkeiten gibt, also so bahnbrechende Neuigkeiten, dass ich dann ein Video drüber mache. Und aber ihr solltet wissen, ich verdiene ja kein Geld mit YouTube. Also würde dann nicht zu jedem Scheißdreck zu Advanced Warfare ein Video hochladen, weil ich damit einen Tausender verdiene, keine Ahnung. Sondern ihr wisst Bescheid. Keine Ahnung, ich will halt einfach nur meine eigene Meinung präsentieren. Das war es auch jetzt hier in dem Video. Ich krieg von Activision kein Geld, weil ich jetzt sage, dass dass das Spiel geil ist. Soll auch jetzt irgendwie gar nicht auf andere YouTuber zutreffen. Keine Ahnung, dass ihr jetzt was Falsches denkt. Aber ich bin schon der Meinung, dass das Spiel auf jeden Fall schon Potenzial hat, ein gutes COD zu werden. Ich bin sogar so optimistisch, dass ich sage, dass es besser als MW2 werden könnte. Und ja, ich darf jetzt echt nicht zu viel reden. Ich habe noch so viel zu erzählen, aber ich glaube, ich erzähle es in einem anderen Video. Also wie gesagt, Jungs, schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr denkt, dies, das, Ananas. Haut rein, bis demnächst. Servus. Tell them I ain't leaving till late, they ain't finishing. I'm loaded.